weitermachen. Ich brauche erstmal eine Herztablette hier. So, wer macht noch mit hier? Große Verlosung zugunsten der Jugend, tolle Trikots zu gewinnen. Jedes Los 1 Euro. Komm, Opa, mach auch noch mit da hinten, Opa. Ja. Danke, 5 Stück. Wir sind im Grunde ein kleiner, gemütlicher Club. Wir sind auch für einen Underdog, immer hinter dem FC. Wir sind eine Familie, also ist alles immer schaubar. Jeder kennt jeden. Viele kommen ja auch, viele Gäste kommen ja auch zu uns und finden den Charme toll. Wir sind auch gerne bei unserem Verein, haben dieses Familiäre. Bei uns kann ja jeder essen und trinken. Wir nehmen alle Leute offen auf. Und das ist ja auch, gehört alles dazu zum Charme. Ich werde jedes Jahr verrückter, wie ein alter Wein, je öller, je döller. Als Jugendlicher mit 14, 15 habe ich in der Jugend auch mal gespielt. Und dann war ich natürlich ewige Jahre Fan. Und irgendwann vor 8 Jahren oder so bin ich auf Ideen gekommen, Verlosungen zu machen, Flohmärkte zu machen. Jugendförderverein haben wir einberufen. Und das ist dann, in den letzten Jahren läuft das sehr gut, muss ich sagen. Das hat sich eben so entwickelt mit den ganzen Jahren. Ich habe mir gedacht, du bist jetzt auch in einem gewissen Alter, kannst du auch ein bisschen was mehr tun, als nur rumschreien. Und das macht auch Spaß. Was ist das denn, eine Jeans? Ist das meine? Da war eine Jeans bei, wie bist du? Ist das meine? Ja, ich habe ja Kultstatus. Ich würde jetzt meine eigene Wäsche schon hier verkaufen. Da wirst du verrückt, sag ich dir. Es gibt Spiele, da merkst du schon, da gewinnst du nicht. Ob es jetzt in der ersten Mannschaft ist, zweite Mannschaft, dritte Mannschaft oder auch Jugend, ist egal. Wieder bei allen Spielen zu Hause. Es gibt Spiele, da merkst du aber auch, da kannst du ein bisschen was zutun. Ein bisschen Action machen. Und das klappt dann auch schon mal. Wie zuletzt gegen Aachen haben wir 5-0 gewonnen. Das war auch ein ganz wichtiges Schlüsselspiel zum Aufstieg. Und da war auch so, die erste Viertelstunde hätten Aachen 2-0 führen können. Komm mal um, geh mal um, machen das, Hände weg, Hände weg, Hände weg. Und auf einmal kamen wir dann in Tour. Und ich war natürlich mittendrin, habe auch mit Spaß gemacht und angefeuert, motiviert. Une, deux, trois, Fortuna, fighting. Wir haben dann 5-0 gewonnen, das war toll. Haben sich auch Eltern nach dem Spiel noch bedankt bei mir. Und haben gesagt, du warst der 12. Mann und das macht auch Spaß. Ja. Une, deux, trois, Fortuna, une, deux, trois. Die Jugend ist ein ganz wichtiger Baustein für meine Liebe zur Fortuna und für meine Philosophie. Ich bin ja auch viel im Filmclub bei mir, bin auch ein alter Kinofan, Filmfan. Hab natürlich als Kind auch immer gerne Louis de Funès gesehen, lustige Filme oder Bud Spencer. Aber so nach und nach wurde man ja dann reifer mit den Jahren, hat dann auch viel für andere Sachen interessiert, andere Filme. Also zum Beispiel französisches Kino, Arthouse-Kino. Aber auch amerikanisches Kino, Film Noir, Mainstream-Kino interessiert mich nicht. Deswegen bin ich auch gerne im Filmclub, weil die oft auch alte Filme zeigen, die es auch nicht mehr so gibt. Also auf 35 mm auf Leinwand. Kriegst du vielleicht noch auf DVD oder im Fernsehen mal vereinzelt. Aber es ist ein tolles Erlebnis, auch die alten Filme noch mal auf Leinwand zu sehen. Clubarbeit gehört auch Getränkekisten schleppen. Also nicht nur Filme gucken, auch mit anpacken. So. Ist also immer. Immer schön hier oben, wenn ich dann komme, begrüße ich dann meistens die Filmvorführer oder Vorführerinnen, unterhalten wir uns kurz, bevor ich mir dann den jeweiligen Film angucke. Aber es ist schön, das ist einfach. Nostalgie, das ist das alte Kino noch. Heute ist ja alles digital und die haben wir wirklich noch alles, 16 mm, 35 mm. Leider ein. Das sind richtige alte Dinos. Das hat ja auch so was von einem tollen Dino. Das ist ein alter Dinosaurier. Und das ist leider jetzt abgelöst worden von der Digitalisierung. Meine Mutter hat damals in Frankreich gelebt, studiert. Und ich bin dann zustande gekommen und habe dann auch 4 Jahre da als Kind gelebt. Wir sind damals umgezogen. In den 70ern. Bin natürlich auch irgendwie so richtig frankophil, also liebe auch französisches Essen, französische Kino, französische Kultur. Wenn Weltmeisterschaft ist, Europameisterschaft, bin ich immer für Frankreich. Bin ich auch mit meinem Trikot immer rumgefahren, mit meiner Fahne. Manchmal gab es so, manchmal gab es so. Aber ist egal, ich stehe eben dazu. Ich habe mal das Gefühl, wenn ich mich mit 10 Fortuna-Fans unterhalte in der Kneipe, ist das alles ein bisschen chaotischer als mit 10 FC-Fans. Irgendwie sind wir ein bisschen was Besonderes, Beschluss besonders. Positiv Beschluss besonders. Wir haben einen ganz anderen Leidensweg gehabt. Ich meine, wir waren ewig zweite Liga. Und dann sind wir 2000 abgestiegen und dann sind wir richtig runtergegangen. Wir waren ja fast Konkurs. Dann wieder hochgearbeitet und da irgendwie Fan zu sein und Fan zu bleiben, da muss man schon Beschluss sein irgendwie. Positiv Beschluss.
in der Trois, Fortuna, Fetting. Du gelbes Kaninchen da hinten. Die schickt man zum Damenfußball. Mittagessen beim Honecker hast du bekommen, ne? Das ist alles automatisch bei mir. Also mich kannst du auch nicht auf den Knopf drücken, jetzt mach mal was hier. Ich mach spontan auch in Spielen irgendwelche lustigen Sprüche. Das kommt aber alles automatisch. Das kommt von innen, aus dem Bauch raus. Und ich will auch keinem zu nahe kommen, will auch keinen ärgern oder so. Ich mache immer alles nett und lustig. Ja! 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 Ich merke natürlich, es gibt Leute, die mit mir klarkommen, mit meiner Art. Es gibt Leute, die nicht klarkommen, das ist mir auch egal. Mir muss nicht jeder klarkommen, ich muss auch nicht mit allen Leuten groß Freund sein. Im Grunde ist das ja eine Performance, die ich mache. Ich bin ja auch kein Mensch der Gruppen, die Gruppendynamik. Also ich habe dann meinen eigenen Platz und habe da vielleicht ein paar Leute, die ich kenne, um mich rum so ein bisschen, aber mache dann meinen Punk. Und ich nenne das auch irgendwie Kunst, ich weiß es nicht. Alles kommt von Herzen, alles kommt aus dem Bauch raus. Und ist auch nichts geübt, geprobt. Aber ich glaube so, die meisten Leute sagen schon, okay, er ist wie er ist und Feierabend. Ich bin irre hier, sag ich dir. Ich bin doch schon lange irre. Thema Film und Kino kenne ich mehr Leute, wo wir uns dann doch einig sind. Im Fußball ist es doch sehr, Leute, sehr, sehr uneinig, oft und auch sehr konträr. Also ich ärgere mich über Fußballgespräche eher als über Filmgespräche. Weil Fußball ist ja so ein ganz komisches Thema. Da gibt Fußball und Politik, gibt es ja immer Streit. Nürnberger! Druck machen nach vorne! Wir arbeiten! Ich werde weiterhin auch meine ehrenamtlichen Sachen hier machen. Die machen auch Spaß. Solange sie Spaß machen, mache ich die gerne. Aber immer Step by Step. Wie gesagt, Fußball ist wichtig. Auch meine ganzen Sachen, die ich hier so mache. Aber es ist eben nicht alles. Es gibt auch noch andere Sachen im Leben. Ich wohne gerne hier. Also ich bin hier schon ganz gut geerdet, würde ich sagen. Könnt ihr mir aber vorstellen, in Berlin zu leben? Könnt ihr mir auch vorstellen, in München zu leben? Oder auch in Paris, in meiner alten Heimat? Was soll das? Und gut wird gut. Ja. Gut wird gut. Dach zusammen! Seit über 30 Jahre, da bist du Minge Club. Ich han mein Herz verloren an Minge Fortuna. Fortuna, 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 Fortuna. Durch dick und dick gegangen mit Mingem Südstadt Club. Fortuna, 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 Fortuna. Schon als kleine Panz han ich gespielt in Mingem Südstadt Club. Ich han mein Herz verloren an Minge Fortuna, 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 Fortuna.